weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, Elohim. Geil. Ob dir das aufgefallen ist, Elohim, aber... Do you not understand? Ah, on the edge. The tower is death. Mine and yours. I did not warn you out of malice or deceit. I warned you because you are my child. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, Elohim. Aber ich lande jetzt gleich auf dem Gebäude. Jedoch nicht. Aber ich habe dir nicht geantwortet, dass ich dir zustimme. Du hast einfach nur das angenommen, dass ich dir zustimme. Ich habe in diesem ganzen Spiel noch kein Wort gesprochen. Ich euer Robot-Typ. Deswegen kann ich mich auch mit dem nicht so gut identifizieren, mit dem Roboter, weil er ein Vollidiot ist. Kennt ihr das? So Vollidioten-Roboter. Aber es ist schon geil, dieses Gefühl, durch diese grauen Wolken zu gehen und dann auf einmal da oben zu sein. Und ich habe jetzt voll gedacht, was kommt denn da, was kommt denn da? Aber es kam tatsächlich gar nichts so spannendes. Es sieht gut aus, aber es sieht immer gut aus in dem Spiel. Es gab bisher noch nichts, was nicht irgendwie gut aussah. Gibt es ja auch ein Sternenlevel? Egal, machen wir beim... Come forward, child. Eternity awaits. The fuck? Der heilige Computer. Oh my god, a computer. Eternalize. Changed my mind. Oh yeah. Rejoice, my child, as you leave this world behind. For all that you accomplished shall be passed on to your generations. In this land they shall thrive, and you shall be remembered as the beloved servant of Elohim. And so death shall have no dominion over you. Be well, my child. Be at peace. Schön. Increasing version number, done. Erasing memory banks, done. Written by, Crow Team, ihr habt das richtig, 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 richtig geil gemacht. Ich bin sehr, sehr stolz auf euch. Ich bin immer noch ein Roboter. Nein. Behold, child, you are risen from the dust, and you walk in my garden. Hear now my voice, and know that I am your maker, and I am called... Wie viel Uhr haben wir? Sekunde. Yep. Haha, und noch eine Errungenschaft bekommen. Jetzt muss ich aber das Rätsel nochmal lösen. Ist schon okay. I've lived my life. No
never turning away from the truth, even if it scares me. And I can face this. Face my own end. And say with absolute conviction that it was good to be human. Ja. Kennen wir ja schon. Ich wollte nur anmerken, ich bin unglaublich begeistert von diesem Spiel. Es ist ein wunderschönes Spiel, optisch sowieso. Aber es ist ja nicht nur das Optische. Ich finde, dass diese ganzen Ideen dahinter, so Themen wie Religion, sehr gut behandelt wurden. Glaube und so Sachen finde ich sehr gut behandelt in diesem Spiel, sehr glaubwürdig auch. Und es macht doch, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. Ich bin ja noch nicht durch, ist ja nicht so, als wäre ich durch, aber ich habe den ersten Punkt erreicht, ich habe die Credits das erste Mal gesehen. Alter, ich dachte gerade, what the fuck, aber das ist da oben, ist ja dieser komische Nebel. Ich bin doof. Verdammt, ich muss nochmal alles spielen. Ich hasse es. Okay, ich fand den Himmel jetzt irgendwie sehr, sehr ironisch. Und auch dieses Aufwachen da, ich war total enttäuscht gerade. Ich dachte, jetzt kommt was voll Tolles. Und dann wache ich wieder auf als einfach nur eine höhere Versionsnummer. So muss ich wahrscheinlich meine Software, die ich schreibe, fühlen. Das ist wahrscheinlich so dieses Gefühl, was die hat. Die denkt dann auch immer so, ja, ist ja voll geil hier. Und dann terminate ich sie, nachdem sie ihren Job falsch getan hat, schreibe ein paar Zeilen Code um und schicke sie mit einer neuen Versionsnummer wieder an die Arbeit. Ja, so ist es. Aber finde ich cool. Eigentlich gibt es nicht mehrere Generationen in diesem Spiel. Es gibt nur eine einzige Generation. Und diese einzige Generation ist es, die man spielt. Also man spielt eine dieser Versionen, aber man spielt immer dieselbe Generation von Technologie quasi. I like this thought experiment. So, komm mit. Okay, also da hinten bin ich noch safe, das ist wichtig. Ja, das ist richtig, was ich gerade mache. Das Rätsel ist auch nicht so schwer. Muss man leider sagen. Fertig. What have you done? Why have you ascended the tower? Why have you betrayed my faith in you? Hab ich nicht. I gave you this land to be yours. A garden in a world of thorns and thistles. All this was granted to you on but one condition, that you do not ascend the tower. That was our first covenant. And you have broken it. Do you not understand? The tower is death, mine and yours. I did not warn you out of malice or deceit. I warned you because you are my child. Okay, akzeptiere ich.
Aber Hauptsache noch mal so ein Rätsel hier hochpacken, weil warum nicht? Yes, the tower leads out of this world. It leads to freedom and truth. But it also leads to the end of us. Das mag ja sein, aber ich will alle Enden in diesem Spiel erleben. Ist das der Shepard? Das ist der Shepard. Also, was diesem Spiel auf jeden Fall fehlt, ist ein Multiplayer. Wie geil ist das denn? Und wie geil ist dieser Effekt da unten? Kann das Spiel nur mit seiner Vorgängerversion zusammen durchspielen. Alleine kann man das nicht schaffen. Das ist natürlich auch eine geile Idee. Das Problem ist, ich, ach so, ja. Das ist ja geil. Mit dem Shepard zusammen. Der war auch immer lieb zu mir. Der war immer nett. Can you not see? Here, in this world, we know who we are. We each have our part to play in the process. We have a purpose, a destiny. Das ist Samsara. Und noch ein Shepard. So, der ist da rüber geflogen. Hallo Samsara. Oh, wie schön. Was ein geiles Ende. Was eine geile Idee. Man sollte daraus ein Massive Multiple Online Roleplay Game machen. Bin ich dafür. Hallo Shepard. Hallo. Oh, wir haben keine Kollision. Okay. Kann ich mit leben. Ah, ich verstehe. Ich habe auch die Leiter gar nicht gesehen. Fällt mir auf. Wie geil ist das denn? Fuck you, Samsara. Will Samsara mich daran hindern, das Rätsel zu lösen? Das kann nicht sein, das wäre ja Schwachsinn. Ist auch krass, wie heftig hier gerade das Ding abgeht hier mit dem Shader.
unten geht's nur wieder runter, ne? Da will ich aber nicht hin. Oh. Langsam wird's sehr kritisch hier. Und mit sehr kritisch meine ich, ich habe keine Ahnung, ich habe Angst. Nein, wir werden alle sterben.